Leute, willkommen zu einem neuen Sammelsälen-Unboxing. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Just Kick It. Ausgabe Nummer 5 2018, also Mai, für 3,90 € enthalten. Zwei Booster der Adrenalin XL-Serie Russia 2018 sowie die Limited Edition Card von Cristiano Ronaldo für Portugal. Also eine weitere Limi aus einer Zeitschrift, die wir hier haben. Und wir schauen uns wie immer einmal an, was wir hier so drin haben. So. Folie kann weg. Gucken wir uns gleich an. Wir gehen einmal kurz das Heft durch. Schnelldurchlauf. So, unsere Werbung für Adrenalin XL, was es für Produkte gibt. Dann haben wir kassieren die Fußballgiganten. Dann die Aufsteiger der Saison. Oh, hier ist Sebastian Haller von Eintracht Frankfurt. Dann gewinnen wir tolle Fußballtage im Europapark. Dann haben sie hier was. Superstars WM 2018. Mit mega WM-Extras, Panini-Sammelalbum und 15 Stickern. Okay, aber nichts Exklusives anscheinend, einfach nur 15 Sticker in Tütchen anscheinend. Naja, okay. Dann Julian Draxler, der schnelle Mittelfeld-Allrounder. Mats Hummels im Talk. Dann knifflige Kicker-Knobelein. Dann Just Kick It im Abo mit verschiedenen Prämien. Dann verschiedene Poster, die hier drin sind. Hier mit den Limis sogar immer dabei. FC Bayern, dann hier die Rückseite mit den Limis. Griezmann, Werner, Kedira, dann ein Gewinnspiel, wie gut kennst du die Superstars? Dann das neue National Geographic Kids Magazin ist da. Dann brillante Regisseure und Taktgeber. Toni Kroos auf Platz 1. Dann Englands Jungspunde überzeugen. Das sind die DFB-Stars in Adrenalin XL. Das ist immer dabei hier von Mats Hummels gibt es eine normale Teammate-Karte und Fans-Favorite zum Beispiel. Manuel Neuer gibt es normal Teammate, klar, dann als Goalstopper und als Limited Edition Card. Timo Werner hier zum Beispiel Teammate, Rising Star und Limited Edition Card. Hier zum Beispiel Toni Kroos als Premium Gold Limi. Hier Thomas Müller neben der Limi auch als Topmaster, die haben wir ja zum Glück auch. Dann eure 25 Lieblingsspieler, eure 15 Lieblingsteams, dann Leserbriefe. Ja, nächste Seite. Dann Trainerbank kicken mit Telstar 18. Ah, da geht es um den offiziellen WM-Ball. Alles ganz nett hier, eine Übersicht der bisherigen WM-Bälle. Dann ein kleiner Comic. Dann Top-Tipps, cooles Sammelkartenspiel, Adrenalin XL, dann die Sticker, das sind so die Tipps. Dann ein Buchtipp zur WM 2018, das Impressum und Vorschau im nächsten Heft. 20 Panini-Sticker Fußball-Weltmeisterschaft 2018 plus Schweißband mit 4 Weltmeistersternen. Satter Sticker-Nachschub. Okay, da sind 4 Sticker-Tütchen drin. Das sind quasi 3,60 € bei einem Preis von 3,90 € pro Zeitung, heißt, also die Zeitung kostet 30 Cent und man hat für 30 Cent noch ein Schweißband mit dabei. So, man, wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, vielleicht sogar das Abo abzuschließen und hier noch ein paar Kartenpäckchen abzugreifen. Mal schauen, muss ich mal überlegen. Gut, das war die Just Kick It im Schnelldurchlauf. Dann schauen wir uns noch kurz die Limi an. Das wäre dann hier Cristiano Ronaldo. Limited Edition für Portugal. Sehr schick. Und wir haben ja noch 2 Booster. Und dann wollen wir da auch nochmal reinschauen. Dass wir vielleicht Glück haben und eine schicke Karte dabei haben. So, Romelu Lukaku, Belgien. Niklas Bendtner, Dänemark. Yaya Al-Sheri, Saudi-Arabien. Hordur Magnusson, Island. N'Golo Kanté, Frankreich und He-Chan Hwang, Rising Star für Korea. Okay, schon mal gut. Auf jeden Fall kein Fans-Favorite. Ist doch schon mal nicht schlecht. In jedem 5. Paket drin so ein Rising Star. Dann schauen wir weiter.
Nabil Dirar für Marokko, Gotoku Sakai für Japan, Stefan Lichtsteiner für die Schweiz, Fernando Muslera Uruguay, Paulinho für Brasilien und Damenfans-Favorite Gary Cahill für England. Naja, aber gut. Schlimmer wäre es, wenn es zwei Fans-Favorites wären. So war immer noch ein Rising Star dabei. Nicht schlecht. Ich hätte gerne mal das Glück, das habe ich von anderen Leuten gehört, die ziehen einfach aus so einer Zeitschrift mal eine Invincible oder sowas, aber nee, bei mir, ich glaube, das Höchste, was ich mal in der Zeitschrift hatte, war, glaube ich, dann hier ein Double Trouble oder so irgendwas. Naja, egal. Aber, wie immer, es wäre ja kein Zeitschriften-Unboxing auf meinem Kanal, wenn ich die Zeitung nicht ein zweites Mal gekauft hätte und für euch eine zweite Cristiano Ronaldo Limited Edition Karte hier hätte, die ich wie immer verlosen werde. Die Regeln sind wie immer gleich. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, bis nächsten Mittwoch, 15 Uhr, um A, meinen Kanal zu abonnieren, B, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und C, einen Kommentar reinzuschreiben, Hashtag Ronaldo. So, wenn ihr das gemacht habt, seid ihr im Lostopf und werdet quasi in einer Woche abends im Livestream dann ausgelost. Wenn ihr Glück habt, also es wird der Gewinner wird ausgelost und wenn ihr Glück habt, seid ihr das ja. So. Also Daumen drücken und heute Abend im Livestream wird dann der Gewinner von letzter Woche ermittelt, beziehungsweise die Gewinner. Denn in der letztwöchigen Zeitschrift hatte ich ja die Karte von Marc Uth dreimal insgesamt. Also bei der Pro-Zeitschrift waren ja zwei Limis drin. Das heißt, ich hatte den ganzen dreimal doppelt, also wird es auch drei Gewinner heute Abend im Livestream geben. Schaltet unbedingt ein und vielleicht seid ihr einer der glücklichen Gewinner, wenn ihr teilgenommen habt. Und ansonsten, wenn ihr an dem heutigen Video teilnehmen wollt, wie gesagt, liken, abonnieren und Hashtag Ronaldo. Gut, aber auch so, wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr keins der Videos verpassen wollt, dann abonniert doch auch meinen Kanal. Und auch aktiviert auch die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten, danke fürs Einschalten. Allen Teilnehmern am Gewinnspiel viel Glück. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise heute Abend im Livestream. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.